Und da traf ich mal mit jemandem zusammen und der hat dann so das Thema der Widersprüche gebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, woran denken Sie? Und er sagt, ja, in der Apostelgeschichte in einem Bericht steht, dass bei der Bekehrung des Paulus, dass man da etwas gesehen hat und gehört hat. Und genau im anderen Bericht steht, man hat nichts gesehen und man hat nichts gehört. Er sei Theologe und im Moment beschäftige ihn das. Und dann sagte ich ihm, ja, aber Sie müssen beachten, in der einen Stelle heißt es hören mit Akkusativ und in der anderen Stelle hören mit Genitiv. Hören mit Akkusativ meint den Inhalt hören. Und da wird gesagt, die Begleiter von Paulus, die haben den Inhalt eben nicht gehört. Und in der anderen Stelle heißt es hören mit Genitiv, das heißt, sie hören von der Stimme, aber sie haben nur den Schall gehört, nicht den eigentlichen Inhalt. Und zudem steht in der einen Stelle, sie haben niemanden gesehen. In der anderen Stelle steht, sie haben gesehen, aber ein Licht. Und so ist es kein Widerspruch. Sie haben keine Person gesehen, aber sie haben ein Licht gesehen. Sie haben jemanden reden gehört, aber sie haben den Inhalt nicht gehört. Und so ist es wichtig, dass man eben bei Schwierigkeiten dann auch genau auf den Bibeltext eingeht und wenn es vom Deutschen her nicht geklärt werden kann, dann muss man eben schauen, was steht im Grundtext und wenn man die Grundtextsprache nicht kann, dann kann man jemanden fragen, der sie kennt.